Mein Name ist Junya Miyamoto. Ich bin nach Tokio gezogen, um dort zur Uni zu gehen. Seitdem sind etwa 2 Monate vergangen und ich gewöhne mich langsam daran, allein zu leben und zur Universität zu gehen. Ich habe mich inzwischen an die Stadt gewöhnt und treffe gerade einen Freund, der vor 7 Jahren hierher gezogen ist. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. Oh, da ist er. Rei, lange nicht mehr gesehen. Ja, ist eine Weile her. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Ja, du hast dich auch nicht verändert. Oder eher, du siehst noch besser aus als früher. Ich weiß nicht. Auch nachdem ich ausgezogen war, haben wir noch telefoniert und Online-Spiele gespielt. Es fühlt sich also nicht so an, als wären es 7 Jahre her gewesen. Ja, tut es echt nicht. Wir sind ja so oft die ganze Nacht aufgeblieben und haben zusammen gezockt. Oh, übrigens, wer ist das Mädchen da hinten? Oh, darf ich dich vorstellen? Das ist Sayaka Kurosawa. Wir sind Freunde aus der Highschool und gehen auf dieselbe Universität. Ich bin Sayaka Kurosawa. Freut mich, dich kennenzulernen. Rei meinte, er würde seinen besten Freund treffen, also bin ich ihm hierher gefolgt. Ach so, verstehe. Lass uns irgendwo hingehen, wo wir uns hinsetzen können. Ja, da drüben gibt es ein Squares. Lass uns da hingehen. Ja gut. Rei, du liebst Squares echt, oder? Warum auch nicht? Ich mag die Atmosphäre in dem Laden. Oh, ich weiß, was du meinst. Auf dem Land, wo wir lebten, gab es sowas nicht. Ganz genau, Junya. Du verstehst mich. Ihr steht euch so nah, obwohl ihr sagt, dass ihr euch seit Jahren nicht mehr gesehen habt. Dann gingen wir 3 ins Café und unterhielten uns. Squarebox ist einer der umsatzstärksten Kaffeeketten in Japan, in dem Erwachsene an ihren Laptops arbeiten und Studenten nach der Schule vorbeikommen. Ich bin jetzt zum 2. Mal hier, aber aus irgendeinem Grund werde ich immer noch nervös, wenn ich hier bestelle. Mal sehen, ich nehme einen großen Eiskaffee. Sehr gerne, einen großen Eiskaffee. Das macht 400 Yen. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich jemanden sehe, der einen Eiskaffee bei Squares bestellt. Die Speisekarte ist zu kompliziert, um sie zu verstehen. Außerdem mag ich das süße Zeug nicht so sehr. Wenn ich es mir so recht überlege, du hast Süßes noch nie gemocht. Ja, aber ich wette, du kannst auch nichts Kompliziertes bestellen. 2 große Vanilla Shot Chocolate Squarebox Mocha Chip Cream Frappuccinos. Gerne. Lassen Sie mich Ihre Bestellung nochmal wiederholen. 2 große Vanilla Shot Chocolate Squarebox Mocha Chip Cream Frappuccinos. Das macht dann 1200 Yen. War das ein Zauberspruch? Du bist zwar auch beeindruckend, aber ich bin noch mehr von der Kellnerin beeindruckt. Ja, oder? Ich war so überrascht, als ich das erste Mal hier war. Dann gingen wir zu Kurosawa-san, die uns Plätze besorgt hatte. Danke, dass du die Plätze freigehalten hast. Hier, ist das in Ordnung? Ja, danke. Hier das Geld. Sie scheinen beide daran gewöhnt zu sein, hierher zu kommen. Rei hat gesagt, er wohnt in der Stadt, seit er umgezogen ist. Also frage ich mich, ob er oft in diese Läden kommt. Vielleicht hätte ich etwas anderes holen sollen, wo ich schon mal hier bin. Du denkst, du hättest etwas anderes nehmen sollen, oder? Woher weißt du das? Du zeigst deine Gefühle immer in deinem Gesicht. Das hier ist zwar süß, aber willst du auch mal probieren? Oh, danke. Du kannst auch etwas von mir haben. Oh, ja, dann nehme ich auch was. Ja, es ist ein bisschen süß, aber es ist ziemlich gut. Ihr seid wirklich nicht zusammen, oder? Sayaka! Kurosawa-san, wir sind beide Jungs. Oh, Entschuldigung. Ich dachte nur, ihr benehmt euch wie ein Paar, das gerade erst zusammengekommen ist. Naja, Rei hat ein hübsches Gesicht. Schon in der Grundschule haben ihn die Leute für ein Mädchen gehalten. Ja, das stimmt. Ich würde gerne etwas über eure Grundschulzeit hören. Ihr standet euch doch ziemlich nah, oder? Klar. Das erste Mal haben wir uns in der 3. Klasse getroffen. Rei war in den Wohnkomplex auf dem Land gezogen, in dem ich gewohnt hatte, als wir in der 3. Klasse waren. Rei war schüchtern und spielte allein im Park in der Nähe des Wohnkomplexes. Hey, du kommst mir nicht bekannt vor. Entschuldigung. Warum entschuldigst du dich? Ich bin Junya Miyamoto und du bist? Kitasono Rei. Rei, Das ist ein cooler Name. Na gut, Rei, lass uns da drüben im Sandkasten zusammenspielen. Dann zog ich Rei an der Hand und ging mit ihm zum Spielen in den Sandkasten. Junya-kun, kommst du oft hierher? Ja, wir spielen hier immer nach der Schule. Ich hab dich noch nie gesehen. Bist du nicht von hier?
Nein, ich bin erst gestern hierher gezogen. Aha, verstehe. Du gehst also auch auf die Aoba-Grundschule? Nein, ich gehe auf eine private Grundschule. Ach so, das ist aber schade. Wir können mal hier spielen, also ist es nicht so schlimm, dass wir auf verschiedenen Schulen gehen. Ja, stimmt. Und so gingen wir nach der Schule immer in den Park, um abzuhängen. Gibt es jemanden, den du magst, Junior? Warum so plötzlich? Ich weiß nicht so recht, was ich von der Frage halten soll. Was für Mädchen magst du denn? Jemand, mit dem es Spaß macht zu spielen. Und du? Ich auch. Ich mag jemanden, mit dem es Spaß macht, rumzuhängen. Genau. Wie auch immer, lass uns heute auf der Schaukel spielen. Ich schätze, wenn du ein Mädchen wärst, wärst du mein Typ. Hä? Ja klar, es macht Spaß, mit dir rumzuhängen. Eigentlich habe ich es geheim gehalten, aber... Aber ich wäre in Schwierigkeiten, wenn du ein Mädchen wärst. Was? Wieso? Weil in dem Film, den meine Mutter gestern gesehen hat, stand, dass Freundschaften mit dem anderen Geschlecht nicht funktionieren. Verstehe. Jedenfalls, wolltest du nicht gerade was sagen? Nee, also, um ehrlich zu sein, kann ich keinen Umschwung am Reck. Oh, das war's. Dann lass uns das zusammen üben. Ja. Und so hast du den Umschwung gelernt. Ja, genau. Darf ich ein paar Dinge fragen, die ich mich gefragt habe? Ja, was denn? Ich möchte Ray fragen. Warum hast du dich so angezogen, als du klein warst? Wegen einem Charakter aus einem Zeichentrickfilm, den ich immer mochte. Der war so cool. Du musst nicht so in meiner Vergangenheit wühlen. Ich meine, du hast dich als männlicher Charakter verkleidet und bist sogar auf verschiedene Grundschulen gegangen. Da war es wohl unmöglich, es zu merken. Was redest du denn da? Vergiss es! Okay. Verstecken die etwas? Na gut, dann lass uns über etwas anderes reden. Gibt es jemanden, den du im Moment magst, Miyamoto-kun? Wie bitte? Warum redest du plötzlich über Beziehungskram? Weil du von deinem Typ Mädchen gesprochen hast, als du vorhin in Erinnerung geschwelgt hast. Ja, schon. Ich habe niemanden, den ich mag oder mit dem ich ausgehe. Und es ist erst 6 Monate her, dass ich hierher gezogen bin. Aha, das ist doch gut für dich, Ray. Sayaka, sag keine unnötigen Dinge. Warum ist es gut für Ray, dass ich keine Freundin habe? Na, weil... Ah, ich weiß schon. Oh, hast du endlich kapiert, dass Ray ein Mädchen ist? Weil ihr eine Wette abgeschlossen habt, ob ich eine Freundin habe oder nicht, oder? So verstehst du das. Ich würde sowas Geschmackloses nicht tun. Ach so, warum dann? Ray ist auch mit niemandem zusammen. Also wenn Miyamoto-kun eine Freundin hätte, würde das Ray das Gefühl geben, als würde er hinterherhängen. Das könnte sein, ja. Ich dachte, Ray und Kurosawa-san wären zusammen, aber wohl nicht. Aber die Tatsache, dass Sayaka-san mitkam, als sie erfuhr, dass Ray und ich uns treffen wollten, muss bedeuten, dass Sayaka-san Ray mag und mich, seinen alten Freund, sehen wollte. Das ist also der Grund, warum Sayaka-san vorhin nach meiner Liebesgeschichte gefragt hat. Es ist ihre Taktik, mich zuerst zu fragen, damit sie es aus Ray herausbekommen kann. Sayaka-san scheint eine nette Person zu sein, also helfe ich ihr hier. Ray, als du klein warst, hast du gesagt, dein Typ ist jemand, mit dem man Spaß hat. Aber wie ist das jetzt? Jemand, der nett ist, denke ich. Jemand Nettes, Geht es etwas genauer? Zum Beispiel ein hübsches Gesicht oder eine bestimmte Frisur? Kurze Haare, ein bisschen unsensibel und nicht immer super helle, aber innerlich nett. Sayaka-san scheint in vielerlei Hinsicht scharfsinnig zu sein, also ist sie vielleicht nicht Rays Typ. Was ist mit dir, Junior? Ich bin immer noch derselbe wie früher. Ich hänge lieber mit jemandem ab, mit dem ich mich gerne unterhalte. Ich verstehe. Dann habe ich vielleicht eine Chance. Was hast du gerade gesagt? Nein, es ist nichts. Na gut,
Ich möchte Sayaka-san unterstützen, aber wenn sie nicht Reis Typ ist, sollte ich es vielleicht lieber sein lassen, wenn es ihm nur lästig wird. Aber bei dem, worüber wir hier reden, könnte ich recht haben, also frage ich einfach mal ganz vorsichtig. Es könnte eine gute Gelegenheit für sie sein, Rei ins Auge zu fallen. Kurosawa-san, auf was für einen Typ Menschen stehst du? Ich? Auf einen großen, gut aussehenden Kerl, denke ich. Rei ist nur etwa 1,65 groß. Vielleicht irre ich mich. Oh, verstehe. Miyamoto-kun, nur damit du es weißt, ich habe einen Freund. Der Kerl auf diesem Bild. Oh, ist das so? Was? Ich dachte, du stehst auf Rei. Hey, Junior, warum bist du so enttäuscht, dass Sayaka einen Freund hat? Nein, so ist das nicht. Was ist das dann? Miyamoto-kun dachte, ich mag dich, also hat er versucht, mir zu helfen, oder? Wow, du wusstest das alles? Kurosawa-san ist echt scharfsinnig. Oh, mir ist gerade etwas Gutes eingefallen. Hey, Miyamoto-kun, willst du gerade im Moment eine Freundin? Ich habe keine, also würde ich gerne, aber es ist nicht so einfach, neue Leute kennenzulernen. Ich habe eine Freundin, die einen Freund sucht und sie passt bestimmt gut zu dir. Warum triffst du sie nicht? Oh, wenn es ein Mädchen gibt, würde ich sie gerne kennenlernen. Hey Sayaka, was hast du vor? Ich wusste gar nicht, dass du so ein gruseliges Gesicht machen kannst, Rei. Rei, leih mir mal kurz dein Ohr. Was? Okay. Dann flüsterten Rei und Kurosawa-san sich einander etwas zu. Okay, dann treffen wir uns nächsten Samstag am selben Ort. Okay. Also dann, wir gehen dann mal nach Hause. Ja, danke für heute. Es war schön, dich nach all den Jahren wiederzusehen. Ja, wir sehen uns bald wieder. Dann ging ich wie gewohnt meinem Unileben nach und eine Woche verging wie im Flug. Ein Mädchen zum ersten Mal zu treffen, macht mich nervös. Ich habe mir für heute neue Klamotten gekauft. Ich hoffe, es sieht nicht komisch aus. Ein Mädchen kommt hierher. Ist sie es? Tut mir leid, dass ich zu spät bin. Nein, du bist überhaupt nicht zu spät. Moment mal. Rei? Ich? Ich bin Reiko? Nein, du bist eindeutig Rei. Du siehst zwar aus wie ein Mädchen, aber du hast genau dieselbe Stimme. Sieht so aus, als hättest du es sofort herausgefunden. Sayakas Plan war, dass ich dir meine Gefühle gestehe, wenn du es noch nicht bemerkt hast, und es dir dann sage, wenn wir anfangen, miteinander auszugehen. Wir haben uns erst letzte Woche getroffen. Es war ziemlich offensichtlich. Ja, ich weiß. Aber es tut mir leid, dass ich es vor dir verheimlicht habe. Das ist mein wahres Ich. Ja, das ist definitiv eine Überraschung. Ich hatte keine Ahnung, dass du auf Crossdressing stehst. Wie bitte? Ich meine, du bist ziemlich hübsch und dein Make-up sieht gut aus. Diese Eigenschaften hat nicht jeder. Niemand außer ich würde denken, dass du ein Mann bist. Ich war von Geburt an ein Mädchen! So ein Warte, du hast mich immer energisch abgewiesen, wenn ich dich in ein öffentliches Bad oder ins Schwimmbad eingeladen habe. Oh Scheiße, du warst ein Mädchen? Ja, das bin ich. Warum hast du mir in der Grundschule nicht gesagt, dass du ein Mädchen bist? Es fiel mir schwer, das zu sagen, weil du gesagt hast, dass man zwischen verschiedenen Geschlechtern keine Freundschaft schließen kann. Oh, dann ist das echt schwer zu gestehen. Das tut mir leid. Ich habe in der Vergangenheit eine Menge unsensibler Dinge gesagt, weil ich dachte, du wärst ein Junge. Ja, deine Aufforderung, zusammen auf die Toilette zu gehen, war ein kleines Problem. Es tut mir wirklich leid. Nein, es ist meine Schuld, dass ich es dir nicht gleich gesagt habe. Aber viel wichtiger ist, dass du mich jetzt, wo du weißt, dass ich ein Mädchen bin, nicht mehr ablehnst, oder? Ja, natürlich. Puh, Gott sei Dank. Ich hätte es dir früher sagen sollen. Ja, aber ich verstehe, dass es nicht leicht war, das zu sagen. Es ist meine Schuld, dass ich nicht gemerkt habe, dass du ein Mädchen bist. Ich muss wirklich unsensibel und schwer vom Begriff sein, wenn ich es all die Jahre nicht bemerkt habe. Warte, mir ist, als hätte ich kürzlich irgendwo gehört, dass ich unsensibel und nicht der Hellste bin. Oh, das ist Reis Typ. Warte, was? Depp. Du bist so schwer von Begriff. Ich hab dir doch vorhin von Sayakas Plan erzählt, dass ich dir meine Gefühle gestehe und mit dir ausgehe. Ja, du hast recht.
Junya, ich mag dich, seit du mich eingeladen hast, mit dir abzuhängen, als ich nach dem Umzug noch ganz schüchtern war. Bitte geh mit mir. Wenn du jemanden, der so unsensibel und langsam ist wie ich, haben willst, würde ich das gerne tun. Das ist irgendwie peinlich. Ja, lass uns einfach irgendwo hingehen und abhängen. Ja, lass uns das tun. Hä, Ray? Das wollte ich schon immer mal machen. Ist doch okay, oder? Ja, es macht mich nervös. Bitte lass es langsam angehen. Die Dinge haben sich dramatisch verändert, seit wir in der Grundschule beste Freunde waren. Aber wir werden immer Freunde bleiben, so wie jetzt. Eine halbe Stunde später. Hey, das sind Rei und Miyamoto-kun. Oh, Kurosawa-san. Es muss gut gelaufen sein, wie es aussieht. Ja, dank dir. Danke, Sayaka. Ja, kein Problem. Jetzt bin ich endlich frei von diesem Gejammere. Gejammere? Ja, Rei und ich wohnen zusammen, seit wir mit der Uni angefangen haben. Und sie hat mich nach jedem Telefonat mit dir um Rat gefragt. Sayaka? Ihr seid doch jetzt zusammen, also ist es doch in Ordnung. Erst letzte Woche hat sie sich darüber beschwert, dass du sie nicht bemerkt hast. Und sie hat mich die ganze Nacht um Rat gefragt, nachdem sie sich entschlossen hatte, mit dir auszugehen. Deshalb habe ich nicht gut geschlafen, obwohl ich heute ein Date mit meinem Freund habe. Sayaka, das reicht jetzt! Gut. Ich werde dann mit meinem Date weitermachen. Aber ich bin froh, dass deine 10-jährige Suche nach deiner Liebe endlich erfolgreich war. Oh, Sayaka, du mischst dich immer ein. Aber sie ist so ein netter Mensch und ich habe ein paar süße Geschichten über dich gehört. Genau wegen sowas bist du unsensibel, weißt du? Aber du magst das doch, oder nicht?